Herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Es freut mich sehr, heute hier sein zu dürfen bei der ersten Ausgabe der Sec4Dev. Ja, ich habe es gestern schon gesagt, finde es eigentlich super, dass es endlich mal eine Security-Konferenz speziell für eine Zielgruppe gibt. Wie wir schon gehört haben, möchte ich euch eigentlich heute gern eine Art Geschichte erzählen. Ja? Das heißt, ich habe vor 3 Jahren hatte ich die Ehre, bei einem Projekt dabei zu sein, das ja sehr cool ist, ja, sich mit Herzschip machen zu befassen. Bekommt man auch als ja, Penetration Tester, Security Researcher, wie man es auch nennt, nicht so oft zu hören. Ja, und man bekommt auch solche coolen Dinge selten in die Hände. Wer hat das in den Medien mitbekommen? Ja, hat ein paar einige dieser Schlagzeilen gegeben? Ja, einige. Cool. Jetzt erzähle ich euch mal die Hintergrundgeschichte. Ja, wie kam es dazu? Aus technischer Sicht, was wurde gefunden? Wie sind wir vorgegangen dabei? Und auch ganz, ganz interessant war die Geschichte rundherum aus wirtschaftlicher Sicht. Ja, wir haben da live miterlebt eine neue Art der Vulnerability Disclosure, ja, oder monetären Verwertung von Schwachstellen. Gut, ganz kurz zu mir. Ja, wie gesagt, ich bin Mitgründer von Alpha Strike Labs. Wir beschäftigen uns mit Industrial Security, Hauptfokus, aber ich mache auch sehr viel Embedded Systems Beratung, ja, wo ich dann von Threat Modeling angefangen, bis zu Software Defined Radio, Wireless. Das ist auch vielleicht so der Übergang, warum ich da reingekommen bin, in dieses Szenario überhaupt. Im Jahr 2016 hat es eine neue amerikanische Firma gegeben, die Firma MedSec. Die hat mich dann kontaktiert, weil sie hatten das Problem, sie wollten, ja, wie der Name schon sagt, im medizinischen Bereich Security etablieren. Und sie wollten starten mit einem großen Projekt. Ja, das heißt, richtig auf die Kacke hauen, wie man so sagt, Herzschrittmacher analysieren und Schwachstellen finden. Das war das Ziel. Und es sind dann 4 unterschiedliche Hersteller untersucht worden. Und ich war dann Teil des St. Jude Medical Projekts. Ja, warum? Kommen wir dann ganz gut dazu. Wenn man sich jetzt ein Ökosystem anschaut aus Herzschrittmachern, gibt es einmal den Herzschrittmacher an sich, der wird implantiert. Es gibt auch einen Heimmonitor, es gibt einen Programmer, der steht dann im Spital oder beim Arzt. Und es gibt natürlich auch eine Cloud, ja, weil, why not? Warum war ich dabei? Ein kleines Steckenpferd von mir ist Software-Defined Radio und Analyse von Funkkommunikation. Und man kann sich ja jetzt vorstellen, wie kommunizieren die beiden miteinander? Funk ist natürlich ein super komfortabler Weg. Ja. Früher war es noch so, da hat es halt physische Drähte gegeben, ja, die vom Herzschrittmacher rausgegangen sind. Das ist halt super unhygienisch und hast Probleme. Du musst halt zu jeder Daten auslesen, musst du wieder zum Arzt gehen oder ins Spital. Gibt es einfach gesundheitliche Risiken. Dann gab es mal den Zwischenschritt über Nearfield Communication mit Induktion. Wurden Daten ausgelesen, auch nicht super, muss man immer noch zum Arzt. Nächster Schritt in der Evolution ist natürlich, man überträgt es über Funk, ja, über ein eigenes Frequenzband. Hat man den Vorteil, man hat jetzt so einen Heimmonitor zu Hause stehen und der Arzt kann jetzt praktisch Live-Analysen machen auf den Herzschrittmacher. Ich nenne es immer sowas wie Predictive Maintenance, kann man dann machen, was sehr, sehr wirklich, wirklich gute Vorteile hat, auch für den Patienten. Ja. Das heißt, das Leben wird wirklich viel einfacher. Ja. Und die Reaktion, wenn er jetzt praktisch einen Herzstillstand erkennen würde, triggert das automatisch eine Kette. Ist wirklich super. Aber birgt natürlich auch ganz andere Angriffsflächen, die es früher nicht gab. Und mit dem haben wir uns beschäftigt. Das heißt, wir haben begonnen, dieses Mixband zu untersuchen. Ja, das ist ganz klar geregelt. Medizinische Geräte haben ein eigenes Frequenzband, 401 bis 406 MHz. Lustigerweise teilen sie sich das mit Wetterballons, warum auch immer. Das heißt, wenn da irgendwas sendet, ist entweder ein medizinisches Gerät oder Wetterballon. Ja. Software-Defined Radio, so ein Kästchen, wie man es dort rechts unten sieht. Ja, wir haben da viele Produkte von Ethos verwendet, USBs in unterschiedlichen Variationen, also nicht nur die kleinen, wie man es hier sieht, mit USB, sondern auch wirklich die großen. Man muss sich vorstellen, das wurde wirklich richtig gefundet, das Projekt. Wie kommt man sonst an Herzschrittmacher, die ganze Software, Hardware, die man braucht, Unterstützung, man braucht auch Ärzte, um das Ganze zu interpretieren, ja, weil nur Techniker können sich viel denken den ganzen Tag, aber es braucht natürlich auch eine Einschätzung, was heißt das für das Ganze. Es wurde wirklich viel, viel Geld in die Hand genommen, um das Ganze zu analysieren.
Wie geht man dabei vor? Ja, das erste ist ganz klassisch wie bei jedem Penetration Testing, Security Assessment, macht man Information Gathering. Ja, das heißt, man spricht mit Leuten, Interviews. Ja, wir hatten dann Zugang auch zu ehemaligen Mitarbeitern von den Herstellerfirmen, von Chipfirmen auch. Gibt es eigene Dienste, die sowas ermöglichen. Ruft man an, sagt, ich brauche einen Entwickler von dort und da. Es kostet einiges, aber die stellen dann Kontakte her. Ganz einfach ist zum Beispiel FCC-ID, jedes Produkt, das in Amerika zugelassen wird und funkt, bekommt so eine eindeutige Nummer, wo man dann auch Spezifika daraus sehen kann. Ja, wenn man es zum Beispiel anschaut, das ist jetzt von irgendeiner Glühbirne, glaube ich, gibt es online dann meistens ein User-Manual, Fotos, alle möglichen Dinge, Beschreibungen, wo das Ganze herumsendet, auf welchem Frequenzbereich. Ist immer super, super hilfreich, wenn man sich mit sowas beschäftigt. Unabhängig jetzt auch von Herzschrittmacher. Ja. Wenn ihr mal was habt und anschauen wollt, wie das funkmäßig kommuniziert, FCC-ID ist erster Punkt. Aber auch Dinge wie Google-Patentsuche, Produktdoku, RF-Chip, visuelle Signalanalyse, allen möglichen Blödsinn haben wir da durchgemacht. Ja, auch Patentanalyse ist zum Beispiel super cool und in dem Bereich war das auch sehr, sehr hilfreich. Das ist jetzt nicht das betreffende Patent, aber es soll verdeutlichen, was kann ich da draus sehen. Ja, jetzt nicht die Protokollspezifika, aber zum Beispiel, wie so ein Netz aufgebaut ist und wie sich das verhält, kann man patentieren lassen. Was kann man lesen, wenn man so ein Chip-Doku findet? Zum Beispiel eben, auf welchem Frequenzband ist das Ganze unterwegs und welche Modulationsarten werden zum Beispiel unterstützt. Das hilft mir auch, dann habe ich jetzt zum Beispiel für diesen Fall nur mehr 5 mögliche Modulationsarten, die dieser Chip kann. Muss ich nicht alle möglichen Dinge durchprobieren. Auch nochmal eine kleine grafische Darstellung vom Frequenzband, wie es zum Beispiel in Amerika aufgeteilt und lizenziert ist. Habe ich auch den Vorteil, wenn ich jetzt entweder was Spezielles suche, wenn ich zum Beispiel weiß, Medizingerät, kann ich jetzt suchen, okay, wo ist das da? Kann aber dann den Umkehrschluss auch machen, wenn ich jetzt ein Signal in einem bestimmten Frequenzbereich habe, kann ich das auch umdrehen und schauen, okay, ist das vielleicht dediziert für irgendwas zu verwenden und kann dann ableiten, was es vielleicht für ein Typus an Gerät ist. Und dann geht es los eigentlich mit der technischen Seite, das heißt, man sucht das Signal, man isoliert einen Kanal, Symbol Rate, Baud Rate Erkennung, Clock Synchronization, Simple to Bits. Das ist sehr, sehr technisch und heute nicht der Fokus. Ja. Man kommt dann an große Flowgraphs in GNU Radio, wo man abstruse Dinge dann tut, Patternsuche zum Beispiel. Man sucht eine Seriennummer wieder da drinnen, wertet Daten aus, aber das ist nicht der Scope von dem Ganzen. Ja. Heute von dem Talk, nur damit ihr einen kleinen Eindruck kriegt, es ist sehr viel technisch unter der Haube, was da durchgeführt wird. Aber es stellt sich heraus, diese ganzen Technik, die braucht man eigentlich nicht. Warum? Was ist das Erste ziemlich, was man macht? Man nimmt einmal das Signal auf und versucht es einfach wieder einzuspielen. Ja, klassische Replay-Attacke, ja, wenn er sagt, Schock auslösen, nehme ich die Funkkommunikation auf und spiele es wieder ein. So einfach war es dann auch nicht, aber durch simples Replay wurden 2 Probleme relativ schnell offensichtlich. Das heißt, sobald ich Dinge wieder eingespielt habe, hat sich die Batterie irrsinnig schnell entleert. Man muss sich vorstellen, ein Herzschrittmacher ist ja implantiert, der ist ja designt dafür, dass er mit der Batterie 7 bis 8 Jahre auskommt und dann wird er getauscht. Ja, da gibt es jetzt nicht schnell so Akkuladen, gibt es keinen Stecker dafür oder so. Das heißt, wenn ich Batterie sehr schnell entleeren kann, ist das ein großes Problem eigentlich. Das heißt, vielleicht müssen die Leute dann nach einem Monat schon wieder einen Herzschrittmacher erneuern. Das heißt, wenn ich simpel wieder einspiele, Batterie entleert sich sehr, sehr schnell. Ja. Ich glaube, innerhalb von 3 Wochen hätte man dann das Ganze entleeren können und wäre es erledigt gewesen. Das ist jetzt ein erster Anhaltspunkt, irgendwas ist vielleicht da nicht ganz so super. Wir haben das dann auch getestet natürlich, wie schnell entlädt sich das Ganze. Und im Zuge dessen sind wir dann draufgekommen, nach 3 Stunden circa ist der Herzschrittmacher nicht mehr, tut sich nichts mehr. Den kann man nicht mehr einlesen, den kann man nicht mehr auslesen, funktionsunfähig. Das heißt, wir haben da unbewusst eine Art Fuzzing angewandt und den Herzschrittmacher zum Absturz bekommen. Ja. Der war nie wieder wiederherstellbar, der war wirklich ein Stück Hardware implantiert im Endeffekt. Ja. Es war ganz witzig auch, wie man hier sieht, es gibt auch von diesen Angriffen bis heute noch Videos online, es gibt dann auf Vimeo sind die zu sehen. Warum habe ich das da? Ja, weil ich finde es ganz witzig,
ein Haufen Security Consultants machen irgendein Video, stellen das online und mir gefällt dieser Kommentar sehr, sehr, sehr gut von dem, die Videoqualität war zu vergleichen. Es war wirklich so. Ja? Später ist es besser geworden ja, mit Professional Speaker und sonstigen Dingen. War ganz witzig. Gut, das heißt, erste Erfolge waren relativ schnell absehbar und wir haben uns dann versucht, ja, mit den Nullen und Einsen des Protokolls zu beschäftigen. Wir sind da auch relativ schnell bis zu einem Punkt gekommen, ja, wo man mal die prinzipielle Paketstruktur sieht. Das heißt, was ist jetzt Header, was ist der Content, welcher CRC wird verwendet zum Beispiel dafür. Das geht relativ schnell. Was gibt es für ein Problem? Das, was man oft vernachlässigt. Naja, auch schlechte Krypto erhöht häufig den Aufwand für die Researcher. Ja? Und Researcher wollen bezahlt werden. Das war auch ein Problem für dieses Unternehmen dann, weil irgendwann sind wir zum Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir entweder Kryptoanalyse machen, da sind wir nicht die richtigen Leute dafür, oder wir müssen einen anderen Weg wählen, ja? Weil wir sind angestanden einfach. Ja? Das heißt, für uns war das Kauderwelsch, wir wussten weder, welcher Algorithmus verwendet wird, wie der gemacht wird. Und wenn ich es nicht weiß, ist es halt irrsinnig schwierig, das zu machen. Das heißt, wir haben dann gesagt, okay, stopp, wir suchen uns einen anderen Weg und haben uns das Ökosystem nochmal angeschaut. Was gibt es da noch? Das heißt, Funkschnittstelle, ja, war nicht schlecht, ein paar Dinge gefunden, aber wo geht es weiter? Naja, man versucht es mal klassischerweise beim billigsten Gerät in der Kette, beim Heimmonitor. Und den gibt es zu kaufen auf eBay, das heißt, man kann sich den privat bestellen und ja, nach Hause liefern lassen und dann anschauen. Ja. Und das macht man natürlich als erstes, man macht den auf und schaut mal, was ist da verbaut. Ja. Weil unser Ziel war eigentlich, die Funkkommunikation daraus irgendwie abzuleiten, ja, wo man vielleicht irgendeinen Co-Prozessor finden, der nur einen Algorithmus kann oder so. Ja. Was wir aber dann gefunden haben, waren ja, Hardware-Interfaces, schön beschriftet und easy, ja, UART-Schnittstelle. Und was macht dann der Security Researcher von heutzutage? Natürlich packt den Passpirate aus und verbindet sich. Und man sieht es, um es ein bisschen vorwegzunehmen, wo kommen wir dann dahin? Auf Root. So, und damit es nicht nur ganz theoretisch ist, habe ich mir heute so eine mitgenommen. Ja, hier. So, und jetzt möchte ich mal zeigen, wie schnell und einfach das geht. Ja, nur damit es nicht immer so ganz so theoretisch bleibt. So, beende die PowerPoint. Muss mich auch entschuldigen, der wird sehr komische Geräusche von sich geben. Moment, müssen wir den Passpirate nochmal schnell einstecken. Das ist immer das Schwierigste. Dann live sich die richtige Abfolge der Kommandos zu merken. So, und man sieht, jetzt bin ich mal über die UART-Schnittstelle drauf auf dem Device. Er bootet hoch. Ja, warten wir noch ein bisschen. Er ist jetzt nicht der Schnellste. Man kommt dann zu einer Login-Maske, um es vorwegzunehmen. Ja, genau. So, hier sind Schutz Medical Configuration ja, und könnte jetzt hier mein Passwort eingeben. Passwort weiß ich nicht. Haben wir versucht, dann auch gewisse Dinge zu probieren. War uns nicht möglich. Was kann man aber sonst noch machen? Ich drücke jetzt mal der Reset. Und so wie es auch teilweise ist, beim PC, ja, starte ins BIOS, kann ich auch da den Bootloader unterbrechen. Press any key to exit to Bootloader, steht irgendwo da im Verlauf. Und man drückt jetzt einfach beim Booten nochmal Enter oder sonstiges. Und man sieht, man ist jetzt da im Bootloader drinnen. Und der hat ein paar ganz coole Kommandos, die man braucht. Zum Beispiel Boot, das heißt, ich kann das Betriebssystem booten mit meinen eigenen Kommandos, also mit meinen eigenen Boot-Parametern. Wenn ich aber nicht weiß, was ich brauche als Ausgangsbasis, ist es auch relativ schwierig. Zum Glück gibt es aber hier, sind schon die aktuellen Boot-Parameter drinnen, wie man es dann hier sieht. So, wo ist jetzt mein Presenter? Also hier sieht man dann praktisch, was man braucht. Und wer
sich ein bisschen mit Linux beschäftigt. Genau, ja, ich habe es daher vorne schon gehört. So, Boot, dann habe ich meine Kommandos, die ich brauche, und dann sage ich, starte hoch in die Shell, direkt. Jetzt kann man auch noch die Mühe machen, das mal da anzupassen. Und man sieht, okay, jetzt gibt es kein Login mehr. Ja, und jetzt bin ich direkt drinnen. Ja, und was kann man da machen? Alles, ja, das ist eh klar. Ja, das heißt, Passwort cracken zum Beispiel, ja, was ist, hat ein User gemacht. Übrigens, übrigens, warum kann ich heute so frei darüber sprechen? Ja, natürlich hat es ein NDA gegeben, ganz witzig, der ist vor 4 Tagen ist der Schluss endliche abgelaufen und vor einem Jahr hat, also glücklicherweise habe ich dann, heute kann ich gewisse interne Dinge zeigen, die ich vor 4, 5 Tagen noch nicht zeigen hätte dürfen. Aber es hat auch ein User sich die Mühe gemacht, das Ganze nachzustellen und vorab schon raufzuladen. Ja. Wer es mag, kann es einfach googeln und kann man das zu Hause vielleicht nachbauen. Jetzt habe ich es wieder verscrollt. Genau, da ist Passwort cracken, ja, MA 1200. Ist das Passwort? Ja, genau, ja. Sehr gut bemerkt, war jetzt nicht sehr, sehr gut. Ja. Man kann aber kein Root-Login machen. So, was kann man noch machen? Ich habe mir ja da vorab, gerade weil live on stage vergisst man immer die Pfade und solche Dinge. Also wir haben ein bisschen vorbereitet auch. Auch ganz witzig, es gibt noch gewisse Development-Scripts da drauf. Ja. Wenn man sich hier anschaut, wie geht FTP, ja, auch hier, komisch, das Passwort kennen wir von irgendwo her. Und eine IP-Adresse, die er dann anspricht. Ja. Das heißt, es hat ein Passwort gegeben für den FTP für alle diese Herdchipmacher. Ja. Und auch, na gut, jetzt sage ich nicht, in welche Richtungen das gegangen ist. Man sieht aber auch, haben wir es vorher schon gehört, man sollte Test-Skripts und Test-Daten vielleicht von Produktionsgeräten dann entfernen. Und da findet sich ein ganzer Haufen da drauf. Ja. Was kann man noch machen damit? Es ist auch ganz witzig, wie kommen da Updates rauf auf den ganzen Herdchipmacher? Ja? Es gibt dann so über USB, klar, deshalb gibt es eine USB-Schnittstelle. Wie prüft er, welcher USB-Stick angesteckt wird? Prüft er einfach in einem gewissen Dateisystem, muss ein gewisses File vorhanden sein und dann führt er automatisch aus, was da drauf ist. Wenn man das weiß, kann man jetzt natürlich reverse engineeren, kann ich natürlich nachschauen jetzt, was er prüft und was er macht. Kann er jetzt ein Skript ausführen, meiner Wahl. Und jetzt warten wir mal, bis das gestartet ist. Dann werde ich das mal anstecken. Ja, und da gibt es jetzt einen schönen Disco-Mode, der das dann schön veranschaulicht, was alles möglich ist. Ja. Warten wir mal kurz. Ja, ist wirklich nicht der schnellste. So, das Login haben wir da. Dann USB richtige und warten wir mal kurz, ja, er macht dann eh einen schönen Ton und dann sollten die Lichter, so wie beim Knight Rider, ja, okay, der Ton nicht, aber ist ein ganz ein nettes Gimmick. Man kann sich jetzt dann natürlich vorstellen, kann man beliebig Dinge machen, ja, das ist ein kleiner, so ein Funfact nebenbei. Gut. Das heißt, war sehr ergiebig, dieses Gerät. Wir haben auch natürlich Dinge gefunden, die uns Hinweise gegeben haben, wie sie miteinander kommunizieren. Waren aber trotzdem noch nicht am Ziel. Wir haben jetzt wieder ein paar Dinge gefunden, aber was wir eigentlich wollten, den Herdchipmacher über Funk zu steuern, war uns immer noch nicht möglich. So, was können wir uns sonst noch anschauen? Diesen Programmer gibt es auch zu kaufen, online, ein bisschen teurer. Aber ist dann ganz cool, da hat man das Ganze in groß und es gibt ein Removable Hard Drive. Ja. Das heißt, man Festplatte raus, kannst es anschauen. Ja. Und wie Austin Powers schon zu sagen pflegt, es gibt Leute, die leben halt gern gefährlich. Ja. Die Festplatte wäre unverschlüsselt. Ja. Schöne Java-Jar-Files, keine Obfuscation drauf. Kann man super entpacken, alles drauf mit sämtlichen Interna
Und ja, dann weiß man halt, wie kommuniziert wird. Dann weiß ich ganz genau, welche Algorithmen verwendet werden. Alles ist drin entstanden in dieser ganzen Geschichte. War jetzt eigentlich nicht so die große technische Herausforderung. Aber es ist ganz cool, was man dann damit machen kann. Es gibt dann zusätzliche Videos, wie man sieht. Ja, hier unten haben wir dann zum Beispiel rechts so ein Beispiel, wo dann der Schock ausgelöst wird. Ja, das ist dann ganz oldschool gemessen. Ja, gemassen, ja, weiß ich nicht, Multimeter ist dran gehängt. Was hat man machen können jetzt damit? Ja? Man sieht es ganz rechts oben, man hat jetzt dieses Teil benutzt, also diesen Merlin at Home, um valide Kommandos zu senden. Warum haben wir den Merlin at Home benutzt? Weil der natürlich das Protokoll sprechen kann. Das heißt, wir haben jetzt eine eigene Applikation geschrieben, die praktisch dem sein Funkchip verwendet, um mit dem Herzschrittmacher kommunizieren zu können. Ja, ist viel, viel einfacher, als wenn man jetzt mit Software-Defined Radio das Ganze von Anfang an baut. Ja, weil da kann ich jetzt aufbauen auf Code. Das heißt, wir haben jetzt über diesen Weg Emergency-Schocks auslösen können, den Herzschrittmacher vibrieren lassen können, finde ich auch ein ganz cooles Feature. Test-Schocks, ja, wo er wirklich auf Maximum durchschockt, ist gegangen, umkonfigurieren, alle möglichen Dinge. Also wir hatten jetzt wirklich die volle Kontrolle über dieses ganze Ökosystem eigentlich fast. Ja. Zwischenfrage, ja, was glaubt ihr? Was haben die für Message Authentication verwendet? Nichts, ja, proprietär. CRC haben wir doch schon gesehen. B? Ja, es ist C, ja, 24-Bit RSA. 24-Bit ist halt sehr, sehr kurz. Was haben sie sonst noch gemacht im Bereich Krypto? Ja, das ist ja immer das ganz... Ja, das ist sogar mit, weiß ich nicht, am Nokia 3310 angreifbar. Was haben Sie sonst noch gemacht? Was gab es hier? A, B, C, D? Ja, das ist all of the above, ja. Und das ist korrekt, ja. Sie haben wirklich alles gemacht. Also das ist oft nicht ganz nachvollziehbar dann, welche Dinge man wirklich machen kann. Ja. Man muss jetzt, um ganz fair zu sein, muss man ein paar Dinge bedenken. Ja. Das ist im Safety-Umfeld natürlich. Das heißt, was man in der Security-Szene als Backdoor bezeichnet, macht teilweise im Safety-Bereich Sinn. Ja, muss sich vorstellen, man hat jetzt in Österreich einen Herzschrittmacher implantiert gekriegt. Fliegt nach Australien, kriegt einen Herzinfarkt. Ja. Dort will der örtliche Arzt Zugriff haben auf die Daten, die da drauf sind. Ja, dass es irgendeinen Mechanismus gibt, um das vielleicht zu machen, kann schon Sinn machen. Nur sie haben es halt auf alle Fälle ganz, ganz schlecht gemacht. Ja, da gibt es heutzutage ganz andere Möglichkeiten, das zu tun. Wenn man jetzt das Technische mal zusammenfasst, kann man sagen, okay, wir haben jetzt wirklich potenziell tödliche Schwachstellen gefunden dort. Das heißt, unautorisiert konnte jeder User über einen Funkkanal Leute umkonfigurieren. Und es war wirklich sehr, sehr einfach auf technischer Ebene. Ja, also wenn man jetzt diese Wireless-Schiene wegzieht, ist oft das schwächste Glied in der Kette ja, eben vielleicht so ein Heimgerät. Und das kennt man in der IoT-Welt, ist das wirklich gang und gäbe. Ich mache sonst auch sehr viele Überprüfungen, sei es von Türschlössern oder sonstiges. Sehr häufig sind es Hardware-Interfaces, die ungeschützt sind, über die man mit irgendeinem Standardpasswort oder ohne Passwort irgendwo draufkommt und dann hat man im Endeffekt den Schlüssel zum Königreich in die Hände bekommen. Also es ist immer, man muss immer das Ganze ganzheitlich betrachten und vielleicht im Bedrohungsmodell auch, gerade im Bereich IoT, auch mit einkalkulieren, dass jemand physischen Zugriff auf das Ganze bekommt. Ja, eines meiner Lieblingsthemen auch, ja, aber... Medizin, das ist doch sicher reguliert, das muss man doch sicher zertifizieren, das Ganze. Naja, es ist auch so, es gibt auch, sind ja auch ISO 27001 zertifiziert. Einige Leute werden jetzt zu lachen beginnen, ja, was heißt das jetzt für das Ganze? Eigentlich nichts. Aber sie sind ganz stolz drauf und sie haben auch gesagt, sie sind die ersten Medizinproduktanbieter, die ihr Netzwerk nach ISO 27001 zertifizieren. Ja. Wenn wir uns das jetzt aber anschauen, was haben Sie wirklich zertifiziert? Das ganz rechts, das haben Sie zertifiziert, ja? Den Betrieb, aber nicht diese Geschichte. Das ist, man muss wirklich immer aufpassen, was bei solchen Zertifizierungen in Scope ist.
ISO 27001 ist nicht gemacht für Zertifizierungen von sowas. Muss man sich wirklich immer überlegen dabei. Gut, ich habe vorher erwähnt, es gibt einen zweiten Punkt. Ja, technisch ist, war super interessant, aber dann das ganze Follow-up war für mich persönlich eigentlich auch fast spannender wie, wie das andere. Was ist passiert? Das erste Mal meines Wissens nach ist so eine Schwachstelle anders verwertet worden. Was meine ich mit anders? Die Research-Ergebnisse sind lizenziert worden an einen Hedgefonds. Und der hat dann die Aktien von St. Jude geschortet. Was heißt shorten? Ja, ganz, man wettet auf fallenden Aktienkurs. Und die haben dann einen Bericht verfasst und den veröffentlicht, einfach rausgeklatscht. Und dann sind die Aktien gefallen. Ja, und sie haben da Geld dabei verdient. Wie ist das, kann man sich das vorstellen? Es gibt einen mehrseitigen Bericht, wo darauf hingewiesen wird, ja gut, die sind halt sehr schlecht und deshalb muss es Rückgriffe geben in der Zukunft und das wird erheblichen Mehraufwand bedeuten, somit mehr Geld und die Marktposition von St. Jude wird halt dadurch um einige schwächer. Ja, ganz bekannt war auch, die haben sich gerade in einer Übernahmephase befunden zu der Zeit, die sind dann von Abbott Laboratories gekauft worden, war ziemlich uncool für die. Wie ist der Vulnerability Disclosure Prozess abgelaufen? Gab keinen. Ja, es gab keine Benachrichtigung des Herstellers. Und da gab es eine Begründung dafür auch. Das heißt, die haben eine kleine Vorgeschichte, St. Jude. Ja, also die haben historisch bedingt, haben sie die nicht sehr kooperativ mit anderen Researchern gezeigt. Kann man jetzt sagen, okay, das ist jetzt vielleicht die Entschuldigung dafür, ist nur offizieller Vorwand. De facto ist, das stimmt, was die sagen, ja, die waren in der Vergangenheit nicht kooperativ. Ob es dieses Vorgehen rechtfertigt, ja, wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Wenn man es nüchtern in Zahlen sich ansieht, was ist da passiert an dem Tag, wo das veröffentlicht wurde? 12% Drop in Shares. Ja, man sieht es da ganz rechts und kann sich das Gott sei Dank schön historisch auch ansehen. Was umgerechnet 2 Milliarden Dollar waren an Marktverlust an dem Tag. Ich glaube, das ist wirklich die Schwachstelle mit dem größten Impact an einem Tag gewesen zu dem Zeitpunkt. So, und dann geht's los. Ja, das ist in Amerika passiert. Was machen die ganz gerne? Leute verklagen. Ja, das ist super. Die erste Antwort ist natürlich, alles Blödsinn, stimmt nicht. Die Researcher behaupten das nur, das ist ein falscher Report, die wollen sich nur an uns bereichern. Das Ganze, St. Jude Medical stands behind the security and safety of our devices. Ja, as confirmed by independent third parties, die hätte ich gern kennengelernt, und supported through regulatory submissions. Gut, muss man sich auch fragen, was haben die im Scope gehabt? Das Ganze ist dann wirklich halt so gegangen mit Pressestatements, wo auch die Leute, die beteiligten Leute dann halt direkt attackiert wurden. Das war jetzt nicht nur die Firma Medsec dann verklagt, sondern auch einzelne Führungspositionen in dem Unternehmen. Zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich ganz froh, dass ich wieder zurück war in Österreich, ja, nicht mehr in Amerika, weil ich gedacht habe, puh, ja. 2016 habe ich nach der Blackout mit meiner Frau einen 4-wöchigen Amerika-Trip gehabt, habe ich gesagt, habe ich genug, das passt jetzt mal für Zeit. Super, ja, war für mich eigentlich erledigt und man lehnt sich zurück und schaut sich an, was passiert. Ist dann weitergegangen. Medsec hat dann noch eine dritte Firma engagiert, Bishop Fox. Die haben dann ein Expertenteam zusammengestellt, um auch nochmal diese Vorwürfe oder ja, Schwachstellen zu verifizieren. Und das war dann eigentlich super für uns das Ergebnis. Die haben alles verifizieren können. Also wirklich, die haben von Battery Drain bis alle T-Wave Shock alles nochmal nachstellen können, das ist nochmal unabhängig bestätigt und das ist auch vor Gericht, wie man sieht, links eingedeckt worden, das Ganze. Ja, dann die Mühlen der FDA malen langsam, aber doch. Anfang 2017 gab es dann die ersten Updates von St. Jude. Aber nicht jetzt für den Herzschrittmacher an sich, sondern nur hierfür. Und für was? Der hat natürlich auch unverschlüsselt mit dem Cloud-Backend kommuniziert. Ja, da haben sie mal eine Verschlüsselung drüber gelegt. Das war das große Update, das es gab 2017, mit dem Beisatz Company continues to lead the way in advancing cybersecurity protection. Ja, gab es dann auch einen ganz witzigen Brief in Deutsch, ja, wo dann also den Patienten mitgeteilt wurde, was halt passieren könnte.
Abgabe unangemessener Stimulationsimpulse. Also diese Formulierung finde ich eigentlich göttlich. Also potenziell tödlicher Schock ist eine Abgabe unangemessener Stimulationsimpulse. Ich muss mich entschuldigen, es ist immer viel Text, aber ich will es dann in den Folien, dann kann man dann nachlesen und sich die Story ein bisschen zusammenbauen. Deshalb habe ich es dann reingeben, das Ganze auch. Auf welche Entfernung geht das? Machen wir die Fragen zum Schluss. Ja, weil ich glaube, dann fangen wir nämlich jetzt eine Diskussion an und das können wir alles zum Schluss packen, aber das ist eine interessante Frage. Dann hat es auch das offizielle FDA-Statement nochmal später gegeben im Jahr, das heißt, die haben bestätigt, dass es diese Schwachstellen gab und hat dann halt auch Druck ausgeübt auf St. Jude, das komplett zu fixen. Das war dann auch Mitte des Jahres 2017 der Fall, ja, da hat es dann nochmal eine neue Welle Updates gegeben, um alle Dinge zu fixen. Ja, muss ich aber jetzt ehrlich auch gestehen, ich glaube nicht, dass irgendwer jemals nachgeprüft hat, was dann alles wirklich gefixt wurde von diesen Dingen. Ja. Es hat einen öffentlichen Rückruf gegeben, ist zum Beispiel ein Ausschnitt aus Golem, wo wirklich auch in Deutschland und Österreich Leute offiziell angehalten wurden, zum Doktor zu gehen und ein Update durchzuführen auf dem Ganzen. Muss man sehr fragen, wie viele Leute machen sowas dann halt wirklich in der Praxis, da wäre die Statistik wirklich ganz interessant. So, jetzt haben wir ist ein bisschen ein komischer Weg, der Vulnerability Disclosure. Und am Anfang muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich nicht dahinter gestanden, hinter diesem Weg. Ja, weil das war schon war sehr überraschend auch für mich. Ich habe mir vorher gedacht, okay, neue Firma, cooles Projekt, macht man irgendwie so Research, geht man auf die Black Hat, präsentiert sich der Öffentlichkeit als die coolen Hacker im Medical Security Bereich. Die haben es halt anders gemacht, war ja am Anfang nicht ganz so gut. Aber ganz cool, letztes Jahr gab es dann auch auf der Black Hat einen Vortrag von zwei anderen Security Researchern, von dem Billy Reyes und Jonathan Butts. Die haben sich die Schrittmacher von Medtronic angesehen und auch Erfahrungen gemacht im Vulnerability Disclosure Prozess dort. Ja. Die haben dann eine Schwachstelle gefunden, wie sie Firmware manipulieren hätten können und aufspielen auf die Herzschrittmacher und somit auch die Kontrolle übernehmen hätten können. Und man sieht, die hatten den traditionellen Weg gewählt, also das heißt Hersteller kontaktieren und mit ihm gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Das heißt, die haben schon mal 10 Monate gebraucht, damit Medtronic überhaupt die Schwachstelle oder die Meldung der Schwachstelle überhaupt bestätigt hat. Und ja, die haben das auch intern geprüft und hat dafür befunden, das ist kein Safety-Risk, wenn ich da eigene Firmware aufspielen kann. Und jetzt nicht nur lokal, sondern halt über deren Cloud-Backend hat man das aufspielen können, muss man sich vorstellen. Also auf alle, wenn man will. Dann haben wir gesagt, na, sie nehmen das sehr ernst, Cybersecurity, aber das ist jetzt keine Safety-Schwachstelle, ist eigentlich kein Problem. Und ich finde auch das ganz interessant, das ist so eine Aussage von dem Herrn Jonathan Butts. Die Erfahrung habe ich auch schon öfter gemacht. Ja. Er sagt, die Zeit, die es gekostet hat, das zu diskutieren und zu besprechen, war im Endeffekt mehr Arbeit, als das einfach zu fixen, das ganze Problem. Ja, die sind einfach in so einer großen Denial-Phase drinnen, weil sie Angst haben, was das heißt für ihr Produkt und für ihre Wirkung nach außen, dass sie das einfach alles abstreiten. Ja, deren Conclusio war, 18 Monate nach der initialen Disclosure gab es keine Patch. Medtronic schreitet es immer noch ab, dass es ein Problem ist. Und ja, deshalb möchte ich euch auch dann die Frage stellen, ja, was ist jetzt der bessere Weg? Ja, weil beim anderen gibt es schlussendlich einen Patch. Die Firma ist ja, indirekt ein bisschen zur Verantwortung gezogen worden. Aktienkurs hat sich erholt, natürlich auch nach dem Ganzen. Ich bin bis heute sehr unschlüssig, auch wenn man alle Fakten kennt, was ist jetzt der bessere Weg dabei. Ja? Speziell, wenn man mit Firmen konfrontiert ist, die Dinge eher abstreiten in dem Bereich. Gut, dann noch meine Schlussworte, ja, bevor wir dann zum Fragenteil übergehen. Dieses erste Statement, ja, if it's not secure, it's not safe, das möchte ich allen mitgeben, die wirklich in irgendeinem Safety-Bereich arbeiten, ja, sei es jetzt Railway, Flugsicherung, irgendwas. Security ist wirklich essentiell, um Safety zu gewährleisten. Ja, und es widerspricht sich nicht. Ja, man kann es auch miteinander integrieren. Ein bisschen ISO 27001-Bashing, ja, gerade auf Produktebene wird man sehr oft versucht,
ja, versucht vor allem Endkunden glaubhaft zu machen, dass Security ein Thema ist, aber sehr, sehr häufig werden ganz andere Dinge zertifiziert. Und in so einem modernen Ökosystem aus Device, Cloud-Backend, ja, mobiler App, allen möglichen Dingen, dann hast du noch Bluetooth und alle möglichen Sachen dabei, gibt es halt wirklich sehr, sehr viele Angriffsvektoren und man muss halt wirklich alle bedenken, ja, weil wenn ich mir jetzt ein Eigentor schieße, ist das schon genug für einen Angreifer. Gut, ja, dann auch noch kurz ein Wort zu meinem Lieblingsbild, Security Level Maximum. Es verdeutlicht für mich eigentlich sehr, sehr häufig die Erfahrung, die man macht, wenn man so ein Security Assessment macht. Warum? Zuerst schaut man von vorne drauf und sagt sich, boah, eigentlich ganz gutes Gitter. Es gibt vielleicht ein paar Möglichkeiten, oben drüber zu kraxeln. Kann sein, ist aber vielleicht angemessen auch das Ganze. Wenn man aber ein bisschen die Perspektive verändert, gibt es dann ganz, ganz einfache Wege, das zu umgehen. Und man braucht diesen Security-Mechanismus eigentlich nie überwinden, wenn man einfach links vorbeikommt. Ja. Gut, somit danke und für Fragen bin ich jetzt gespannt. Ja. Vielen Dank. Danke, Tobias. Wir gehen dann gleich auch Fragen ein, die jetzt noch vom Publikum kommen und zuerst die von Slido. Die erste Frage, die ich hier sehe auf der Liste ist, das mit dem Aktienhandel und dass die geschortet wurden, diese Aktienkurse, das klingt nach Insiderhandel. Ist das legal und ethisch vertretbar? Insiderhandel ist es nicht, weil ich bin jetzt kein Jurist, ja, also unter Anführungszeichen. Es wurde mir damals so erklärt, es ist kein Insiderwissen. Ja. Wir haben uns die Geräte gekauft, analysiert und somit auf der Analyse des Produktstandes Dinge getan. Also Shorten ist in Amerika gängige Praxis. Vor allem werden Bilanzen von Firmen durchsucht und faule Eier in Bilanzen gesucht. Ja. Wenn jetzt Firmen irgendwas vertuschen wollen, ist das eine Möglichkeit, dann Geld zu verdienen. Gibt sogar auf Netflix irgendeine Serie, wo eine Haus des Geldes? Nein. Die sowas machen. Ja. Da wird auch eine porträtiert, die so etwas macht. Ja. Das heißt, das ist wirklich ein gängiger Weg. Das ist legal, ja, solange man keine Informationen aus der Firma rausnimmt und ein Mitarbeiter ist oder so. Okay, danke. Ich nehme gleich die Frage von da hinten vorher auf. Wie nah am Patienten muss ich für den Angriff sein? Ja, das ist eine schöne Antwort. It depends. Designed ist das, ich meine, das ist 400 MHz. Ja, jetzt kann man sich vorstellen, ich brauche Zwei-Weg-Kommunikation. Hinschicken kann ich relativ weit was. Ja, das geht sicher auf über 100 bis zu 200 Meter wahrscheinlich. Kommt halt immer auf das Umfeld an, wie viele Störungen es gibt und so. Das Problem ist eher dann der Rückkanal, weil der Herzschrittmacher sendet jetzt nicht mörderweit. Ja. Ich bin aber zuversichtlich, dass man Analogie, ja, es ist ja designt worden, um in einem Haus kommunizieren zu können. Das heißt, mit 20 Meter geht es mir sicher. Mit dem richtigen Equipment würde man schätzen, so bis 100, 150, irgend sowas in die Richtung. Das heißt aber ausgestattet mit einem entsprechenden Angriffsmechanismus, könnte eine Drohne über ein Eventgelände einsammeln? Natürlich, ja. Da komme ich aber immer zu dem Punkt, ja, wenn ich jemanden töten will oder so, gibt es wahrscheinlich einfache Möglichkeiten. Ja. Ich kann jemanden überfahren, erstechen, erwürgen, das ist immer so. Vielleicht, aber für politisch exponierte Personen ist das ein Thema. Zum Beispiel dem Dick Cheney, der hat auch so einen Herzschrittmacher gehabt, der hat sich dieses Wireless-Feature deaktivieren lassen. Aus genau solchen Gründen. Vor allem, weil du hast da kein Problem wieder, also du hast keine Möglichkeit, das nachzuvollziehen. Ja? Da gibt es kein Logging oder so. Ja? Also die Frage war, ob man mit einer Drohne diesen Angriff starten kann. Ich wiederhole die Frage, damit sie auf dem Video entsprechend drauf ist. Genau. Eine Frage, die auch hier ich in der Liste habe, ist, wie soll man mit dem öffentlichen Interesse an solchen Tests, also solche hochkritischen Systeme, umgehen? Gibt es da eine Verpflichtung für Hersteller? Wie kann man dann das angehen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert? Naja, es gibt im Bereich der Regulierung, tut sich etwas. Früher gab es eigentlich nur für Produktzulassungen Safety-Risikoanalysen. Jetzt gibt es auch immer mehr und mehr Security-Risikoanalysen, die man machen muss. Und das Niveau hebt sich. Ja? Also ich muss jetzt verpflichtend eine Integrated Safety and Security Risk Analysis machen. Das Problem ist halt immer, wer sowas schon mal gemacht hat, bis zu welchem Detailgrad geht man runter? Wie weit zieht man es runter? Weil ich kann jetzt sehr schnell meine High-Level-Risiken mal skizzieren, aber wie weit geht es runter? Ja? Gibt es unterschiedliche Ansätze?
Man kann es vielleicht vergleichen, was gibt es in anderen Bereichen, wie kann man Kriterien, gibt es für Smart Cards oder für Smart Meter, gibt es ja auch so Protection-Profile, die das sehr genau definieren, solche Risikoprofile, Security Profiles. Vielleicht, wir machen bei Kunden solche Dinge, ja, wo wir halt wirklich detailliert skizzieren, was sind die initialen Bedrohungen, was sind für Sicherheitsrisiken, was habe ich für Sicherheitskontrollen eingeführt, sodass ich später immer wieder nachvollziehen kann, aber was heißt das, wenn jetzt eine Bedrohung dazukommt oder wegfällt, was heißt das auf mein ganzes Modell? Ja, weil wenn ich jetzt nur ein technisches Security-Konzept beschreibe, sind oft die Gedankengänge dahinter nicht festgehalten. Ja, da sehe ich auch immer Probleme in der Praxis, wenn sich dann Entwickler neu orientieren und es kommen neue Personen dann ins Unternehmen, können die initialen Gedankengänge nicht mehr nachvollziehen. Aber das steckt noch in den Kinderschuhen, solche Dinge. Es gibt Bewegung, ja, das Problem ist erkannt worden und es tut sich was. Ja, ich wollte gerne ansagen, dass die Gesundheitsbranche eigentlich verschrien ist dafür, dass sie die schlechtesten Security-Baselines haben. Und die Ausrede von denen ist im Allgemeinen, dass sie sagen, das muss ja alles durch die Regulierungsbehörde, wenn wir jetzt einen Patch machen. Ja, genau. Und das ist leider von außen schwer zu beobachten. Hast du da nähere Daten zu, wie lange das wirklich dauert? Es dauert schon lange, ja. Also bis dass man diesen Prozess neu durchgeht, auf dem, sage ich mal, alten, traditionellen Weg dauert das schon. Also zwischen 6 Monate und ein Jahr vielleicht so als Baseline. Aber meine Meinung ist schon, für Security-Updates muss vielleicht irgendein Parallelstream auch geben. Wenn ich jetzt nicht meine ganze Architektur ändere, sondern irgendwas dazu baue oder einen Algorithmus ändere, muss ich es vielleicht irgendwie beschleunigen können. Ja? Das ist ein Problem. Ja? Aber das ist, ich verstehe auch nicht ganz, warum das immer als gültige Ausrede akzeptiert wird. Ja? Auch wenn es lange dauert, kann ich es trotzdem machen. Es ist ja nicht so, dass sofort, sobald so eine Schwachstelle gefunden ist, die ersten losrennen und das tun. Aber irgendwie sollte ich es ja doch adressieren, ja? Zumindest mittel- oder langfristig. Dann einfach gar nichts zu machen, ist halt immer sehr schwierig, dann nachzuvollziehen. Man könnte schon mit einer halbwegs akzeptablen Baseline anfangen. Ja. Die Aussage war, dass man mit Baseline schon anfangen könnte, weil das ja eigentlich Uni erstes Semester ist, was man da lernen sollte. Ja, das ist richtig. Aber in der Praxis sieht man gerade im Medizinbereich sehr unterschiedliche Ansichten. Ja, da gibt es halt Geräte, die sind vielleicht zugelassen schon seit 15 Jahren und an denen will man eigentlich nichts ändern, aus genau diesen Gründen, weil man wieder neu zulassen muss und so. Dann wird dann versucht, mit Erweiterungsgeräten zu arbeiten, dass man zum Beispiel irgendeinen Connector-Device baut, ja, das dann über USB verbunden ist, wo dann sämtliche Kommunikation dort stattfindet und nicht auf dem eigentlichen Gerät. Das lässt sich halt immer beschränkt umsetzen und man hat nichtsdestotrotz ein per Design unsicheres Gerät irgendwie zugreifbar. Ja, da muss man dann schon wirklich ganz, ganz gut sich die Konzepte machen. Aber ja, es stimmt. Und deshalb finde ich auch so eine Konferenz sehr, sehr gut, wo man wirklich für Entwickler gewisse Themen angesprochen werden. Ja, da gibt es meiner Meinung nach viel zu wenig. Und die Security-Welt bewegt sich auch in sich geschlossen teilweise und nicht sehr offen gegenüber anderen. Danke, wir sehen das als Bestätigung und Kompliment. Ja, kann man so sagen. Eine Frage, die ein bisschen dazu passt auch, wie viel Krypto kann man, ich zitiere, realistisch auf solcher Schrotthardware per Firmware-Update nachrüsten? Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir auch gestellt habe, weil wenn es gewisse Mechanismen und Möglichkeiten einfach nicht gibt, dann gibt es sie nicht. Wenig, ja. Ich kann jetzt die Frage, was die da wirklich nachgezogen haben, nicht beantworten, ja, hundertprozentig. Ich habe sehr viel vom Code gesehen. Das führt jetzt dann zu weit. Ja. Also die haben jetzt keinen Co-Prozessor oder sowas drinnen gehabt. Ja, da wird sich nicht viel geändert haben. Das ist ja nicht der Algorithmus selbst das Problem, sondern die Verwendung dessen. Teilweise, ja. Teilweise hat es Dinge gegeben, wenn man das zumindest auf einem vernünftigen Algorithmus verwendet, macht das vielleicht schon Dinge besser und man denkt sich nicht seine eigenen Dinge aus. Löst natürlich Grundprobleme nicht. Wenn ich gewisse Schlüssellängen nicht verwenden kann, dann geht es nicht. Ja. Wenn ich zu wenig Speicher habe, um einen langen Schlüssel abzubilden, geht es nicht. Ja. Wenn das halt auf 32-Bit beschränkt ist, dann ist es so.
meine, ist ja ganz witzig, die haben sich teilweise auch längere Schlüssel generiert und dann halt abgeschnitten, weil sie nicht mehr Speicher gehabt haben. Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage zum Abschluss. Und zwar einerseits, also wer den Test ursprünglich in Auftrag gegeben wurde, gefragt. Und was mich auch noch interessieren würde, jetzt wenn du solche neuen Projekte annimmst, also hast du da für dich, gehst du da irgendwie anders ran, dass du dir schon nochmal mehr überlegst, mache ich das? Weil es war ja für euch doch auch sehr mühsam irgendwie. Ja, was war die erste Frage? Wer hat den Test eigentlich Wer hat den Test beauftragt? Den Test beauftragt hat die Firma Medsec. Ja, die Hersteller wussten nichts davon. Ja, die haben mit Hilfe von mehreren Ärzten die Dinge zusammengekauft. Ja, es gibt auch so Second-Hand-Plattformen für Medizingeräte, wo man dann halt explantierte Herzschrittmacher zum Beispiel kaufen kann. Nein, ihr lacht, aber das ist so, wo kriegt man sowas her? Gibt es dann Plattformen dafür? Die haben das halt besorgt und dann wurde getestet. Ja. Genau, und zum zweiten Punkt, man ist vorsichtiger geworden, natürlich, man hinterfragt solche Dinge von Anfang an, wobei man schon sagen muss, im Regelfall arbeitet man ja direkt mit dem Hersteller. Ja. Solche Dinge, wo man für externe Research angefragt wird, das hält sich in Grenzen. Ja. Und ja, mühsam war die Zusammenarbeit auch, ja. Dann vor allem zum Schluss. Man muss sich vorstellen, wenn die verklagt sind und so, dann ist die Zahlungsmoral etwas eingeschränkt. Muss man ein bisschen aufpassen für solche Dinge. Aber ich würde es trotzdem immer wieder machen, weil es war eine super coole Erfahrung.